Emojis. Es gibt 1000 Stück von ihnen und einige haben wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Sie sind einfach da und ein paar von ihnen haben so eine kryptische Bedeutung, die die meisten Leute nicht einmal kennen. Und wieder andere sehen einfach so goofy aus, wie zum Beispiel das. Bro, was ist das? Willst du mir sagen, dort hat sich jemand tagelang dran gesetzt, das zu designen und als er fertig war, dachte er sich, ja Mann, das ist ein guter Emoji. Alright, ich bin also gestern mal so durch meine Emoji-Tastatur gegangen und das hat mich auf diese Videoidee gebracht. Ich habe so viele Emojis gefunden, die überhaupt keine Zwecke erfüllen. Was ist das? In welchem Kontext sollte man das irgendwie in einer Nachricht verwenden? Ich habe wirklich gestern stundenlang darauf gestarrt und versucht es herauszufinden, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Emojis sind einfach manchmal so verdammt verwirrend, es ist, als ob du Hieroglyphen lesen willst. So wie es aussieht, ist Apple schon auf einer neuen, anderen Wave, was die Kommunikation angeht, als wir. Unsere Gehirne sind vielleicht noch nicht so weit, um sowas zu verstehen. Die von Apple anscheinend schon. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was dort im Office so vor sich geht. Wer zum Teufel benutzt doch bitte so ein Loch? Erzähl es mir. Also, in welchem gottverdammten Kontext sollte ich dieses Loch in einer normalen Nachricht unterbringen? Okay, stell dir mal vor, du bist so auf einer Baustelle und dann sagst du so oder schreibst, hey, ich habe gerade ein Loch gegraben und für Loch benutzt du dann diesen Emoji oder ich habe keine Ahnung. Verwendet man es dafür? Und andere von denen sind einfach unidentifizierbare Objekte. Bro, was ist das denn? Ich habe wirklich keine Ahnung und ich werde es wahrscheinlich nie in meinem Leben herausfinden. Die meisten Leute heutzutage benutzen sowieso 90% von allen Emojis nie in ihrem Leben. Also wenn man sich so diese komplette Tastatur anschaut, fragt man sich, welchen Zweck sollen diese oder diese Emojis verwenden? Aber zum Glück, Freunde, gibt es ja die hoch angepriesene App TikTok, wo so ziemlich ein random Zweck für jeden Emoji gefunden wird. Sag mal ehrlich, wer sollte diesen Katzen-Emoji benutzen? Oder vor ein paar Jahren war es so, wer sollte bitte diesen Clown-Emoji in irgendeinem Kontext benutzen? Aber dank TikTok und den sozialen Medien ist heute dieser Emoji so unglaublich beliebt und jeder spammt ihn gefühlt überall hin. Die Leute gehen sogar so weit heutzutage, dass sie die Emojis kombinieren, um die heilige Sauce zu erschaffen. Was ist das? Das soll jetzt ein schüchternes Emoji sein. What the hell? Und wenn man das jetzt irgendjemand schickt, will man damit sagen, dass man so ein kleines Würstchen ist und wirklich arm dran ist. What the f***? Wie auch immer, ich werde so einen Scheiß niemals schreiben. Das ist so geisteskrank peinlich und cringe. Und nicht nur, dass Emojis jetzt kombiniert werden. Nein, das reicht noch nicht. Sie werden jetzt auch gefotoshoppt. The f*** ist das denn? Kann mir bitte jemand mit einem normalen Menschenverstand sagen, was zum Teufel das ist? Denn ehrlich gesagt, ich habe nicht mal einen Plan, was es bedeuten soll. Neben den normalen Emojis von Apple gibt es jetzt auch noch diese Dinger hier. Irgendwie erinnern die mich an diese Emojis, die man immer in Klassenräumen in der Schule hängen hatte. Bro, das sind wirklich die schlimmsten von allen. Guckt euch das bitte mal an. Wie soll man irgendetwas ernst nehmen, wenn jemand so ein Gesicht dahinter packt? What the hell? Das sind diese typischen Stockfoto-Emojis, die die Lehrer finden im Internet und direkt benutzen. Diese Dinger wurden auch immer bei Präsentationen genutzt. So, man erzählt irgendetwas Interessantes, vielleicht auch Wissenschaftliches und auf einmal poppt so ein Ding auf der PowerPoint Folie auf. Ohne Sinn. Wie soll ich auch noch irgendetwas ernst nehmen, wenn ich das dort sehe? Wie? Bitte sagt es mir. Wer denkt sich denn auch, dass man so etwas benutzt, anstatt den Platz dort einfach freizulassen? Das wäre einfach viel, viel smarter, als dieses Ding zu benutzen. Diese verdammten Emojis, die mich anlächeln. Die Technologie hat sich sogar heutzutage so weit entwickelt, dass Menschen beschlossen haben, Emojis in 3D zu machen. Ich kann mir aber ehrlich nicht sagen, wieso man sowas verwenden sollte. Das sieht wirklich verflucht aus. Stellt euch mal vor, diese Dinge tauchen eines Tages auf eurer Handy-Emoji-Tastatur auf. Okay, vielleicht würde ich mich auch noch irgendwie dazu überwinden, diesen Emoji-Scheißhaufen zu schicken. So, der ist ganz okay und irgendwie auch lustig. Die Geschichte der Emojis ging weit zurück. Und das hier sind die ersten. Bro, das sind wirkliche Hieroglyphen. Straight up aus den Pyramiden. Aber schaut auf jeden Fall an die Menschheit, wie sie sich von sowas zu sowas entwickeln konnte. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich die Emojis entdeckt habe. Es ist so, als wäre es gestern gewesen. Ich scrollte durch mein iPod im Jahr 2009 oder 2010 und mein Freund schickte mir ein Bild. Und ich dachte mir so, oh, was ist das denn? Ich habe wirklich damals versucht, es herauszufinden. Ich ging zu meinen Eltern und fragte, hey, was ist das? Und sie sagten, oh, das ist ein Emoji. Und ich sagte,
was ist ein Emoji? Und sie zeigten mir die Emoji-Tastatur und meine Fantasie ging in diesem Moment crazy. Meine Augen fingen an zu funkeln und mein kleines Gehirn dachte sich nur, holy shit, das ist geil, so viele geile animierte Bilder. Und vielleicht gibt es deshalb heutzutage auch diese vielen Emojis auf der Tastatur. Vielleicht brauchen das auch die Kinder, dass sie komplett crazy abgehen auf die Handys und weiter davor hocken. Ein klassischer Angriff der Matrix, meine Freunde. Es gibt Millionen Emojis da draußen und eine Menge Variationen von jedem. Und es gibt dort so eine Website namens emojipedia.org. Dort findet man wirklich alle Emoji, die es gibt und jemals gab. Wenn man sich das Clown-Emoji anguckt und nach unten scrollt, kann man sogar die verschiedenen Variationen anschauen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Microsoft-Team macht, aber irgendwie sind sie die krassesten. Sie haben so animierte, rumspringende Emojis. Das ist eigentlich echt krass. Aber mal ehrlich, ich habe noch nie jemanden in meinem Leben gesehen oder auch nur irgendwie davon gehört, der sich irgendwie über Microsoft unterhält. Geht das überhaupt? Wo macht man das denn? Haben die eine eigene App oder wo sollte man diese verdammten Emojis benutzen? Die haben wahrscheinlich mit so einem richtig krassen Studio dort Millionen von Dollar reingesteckt und niemand wird diese Dinge auf Sirius irgendwie mal benutzen. Das ist crazy. Aber ich bin ehrlich auch irgendwie froh darüber, weil wenn ich diese benutzen würde, würde ich wirklich Albträume bekommen nach der Zeit. Im Laufe meiner Suche bin ich auch auf die Emojis von Skype gestoßen und ich habe den Totenkopf-Emoji entdeckt. Was ist das denn? Und dieser tanzende Affe, holy shit. Ich habe wirklich keine Ahnung, was zum Teufel das ist, aber das sind echt die geilsten Emojis. Vor allem dieser Totenkopf-Emoji. Auch wenn ich heutzutage glaube, dass wirklich niemand, also nicht mal irgendwie eine Person noch Skype benutzt, glaube ich, dass ich zurück zu Skype gehen muss, um diese wunderschönen Emojis in Action zu sehen. Neben all diesen coolen Emojis, coolen Ideen, gibt es auch die verbotene Liste von Emojis, die gecancelt werden soll von der Cancel Culture. Also ich weiß nicht, wieso man irgendwie Emojis canceln sollte, weil so, hä? Keine Ahnung, werden die nicht auch sowieso vorher geprüft, dass die nicht beleidigen sollen oder sich über niemanden lustig machen sollen? Ich meine, hä? Aber wir schauen uns jetzt einfach mal ganz genau diese Liste an und gucken, welche Emojis verboten werden sollen laut der Cancel Culture. Nummer 1. Der Daumen nach oben? What the f***? Der Daumen? Also, ein Daumen nach oben. Ein Daumen. Was soll so schlimm an einem gottverdammten Daumen sein? Wen soll er beleidigen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nummer 2. Das rote Herz. Hä? Hä? Wir machen einfach weiter. Okay, vielleicht kommt ja noch irgendetwas, was Sinn macht. Das Okay-Zeichen. Bro, was zum Teufel soll denn an Okay beleidigend sein? Was? Wie soll das sehen? Ich sage Okay und jemand fühlt sich dadurch beleidigt? Hä? Nummer 4, das Häkchen. Okay. Ich kann das... Nein. Das kann man nicht ernst nehmen. Wie ist das bitte möglich? Also, was ist daran beleidigend oder sollte verboten werden? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Stellt euch mal vor, ihr schickt so dieses Okay-Zeichen an jemanden von der Cancel Culture, der diese Emojis verbieten möchte. Was soll er denn jetzt sagen? Oh nein, wie kannst du mir nur dieses Okay-Hand schicken? Ich bin so verletzt und werde diskriminiert. Ja, was willst du denn jetzt machen? Willst du mich anzeigen dafür? Was willst du machen? Diese Emojis gibt es schon seit Jahren, aber jetzt entscheiden sich die Leute plötzlich etwas dazu zu sagen. Also ich weiß nicht, Mann. Es ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Es ist halt wieder das Typische, dass die Leute heutzutage irgendein Problem finden, was überhaupt nicht existiert. Diese Emojis sind essentiell wichtig, Bro. Sie sind nicht verboten oder sollten nicht gecancelt werden? What the fuck? Das sind wahrscheinlich die einzigen Emojis, die wirklich mit Sinn genutzt werden können. Neben natürlich diesem Affen. Aber for real, benutzt irgendjemand diese Affen, der unter 40 ist? Ich kenne das wirklich nur von meinen Eltern. Aber okay, wie auch immer, zum Abschluss gebe ich euch einfach nochmal meine Top 5 Emojis. Nummer 1 ist ganz klar bei mir der Totenkopf. Ich finde den einfach so genial. Man kann ihn einfach so geil benutzen und jede Nachricht mit so einer kleinen Quintessenz von Ironie oder Lustigkeit. Keine Ahnung, Bruder. Der ist einfach geil, Mann. Ich bin mittlerweile richtig süchtig nach dem Ding und ich benutze ihn wirklich ohne Grund mittlerweile und spam ihn auch so richtig oft hintereinander. Ohne Sinn. Nummer 2, der Daumen nach oben, aber bitte cancelt mich nicht dafür, okay? Bitte. Ja, was soll ich euch noch sagen? Der Daumen nach oben, man kann ihn immer senden. Man braucht nicht viel sagen, einfach Daumen nach oben schicken und fertig. Es ist auch wirklich perfekt dazu, wenn man keine Lust hat, einen Text zu schreiben oder eine Sprachnachricht zu antworten. Man schickt einfach den Daumen und fertig. Nummer 3, der Cool-Emoji.
was soll ich euch noch sagen, Leute? Coole Leute werden das verstehen. Das ist einfach, Bro. Was soll ich euch sagen? Nummer 4, der Lach-Emoji. Was soll ich euch dazu sagen? Lustige Leute mit Humor werden verstehen. Und Nummer 5, der Stinkefinger. Shoutout an diesen Emoji. Ich kann damit einfach meine Gefühlslage perfekt ausdrücken und straight up diesen Stinkefinger schicken. Bro, ich erinnere mich noch an diese Zeit, wo es diesen Emoji noch nicht gab. Das war echt gottverdammt schlimm. Man konnte einfach keinen Stinkefinger schicken. Überlegt euch das mal. Und warum zum Teufel soll das Häkchen gecancelt und verboten werden und nicht der Stinkefinger? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das, was? Alright, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like auf diesem Video da und abonniert mich, damit ihr das nächste Video auf gar keinen Fall verpasst. Peace out.